Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Decoy Plays Chrono Trigger. Es ist schön, dass der erste Part so gut bei euch ankam. Es ist weniger schön, dass ich wie so ein Idiot vergessen habe, den Live-Action-Part, den ich aufgenommen habe, tatsächlich ans Video zu schneiden. Technisch gesehen hätte ich in dem auch nur ein bisschen mehr darüber erklärt, warum ich die Steam-Version spiele, statt zum Beispiel meine Super Nintendo-Version oder meine PS1-Version. Aber die Kurzform ist, in der Steam-Version müssten alle Inhalte des Spiels vorhanden sein, die ich gerne zeigen würde. Und überall sonst eben nicht. Stärke plus 2, aber Geschwindigkeit ist gerade gut, weil mein Holzschwert mit Attacke 3 voll reicht. Ich komme mir so ein bisschen vor, als müsste dazwischen immer so ein Leerzeichen sein, aber naja. Außerdem haben wir gerade den Zyklon gelernt. Und mit 87 weiteren FP lernen wir die Windsichel. Aber erstmal Zyklon. Schöne Sache. Wird auch nochmal nützlich sein. Kann ich jetzt schon versprechen. Zum Beispiel hier. Na, man wählt den Zyklon aus, sucht sich den Gegner aus, den man benutzen, also auf den man das nutzen will. Da kommen wir dann zu dem etwas actionreicheren Kampfgedösel auch tatsächlich, weil die Gegner bewegen sich auf dem Feld. Unsere Charaktere meistens nicht, aber die Gegner eben. Und weil die Gegner sich bewegen, kann es sein, dass wenn ich jetzt den falschen Gegner mir rauspicken würde, würde ich eben nicht alle treffen, die ich treffen will. Ist dann doof. Wohnhaus, da gehen wir rein. Eine Feier zum tausendjährigen Bestehen unseres Reiches? Was redest du da für einen Unsinn? Gardia gibt es erst seit 600 Jahren. Und König Gardia der 21. sitzt auch noch auf dem Thron, wenn ich mich nicht täusche. Es fühlt sich an, als lägen wir schon ewig mit den Hexer im Clinch. Wie lange die Kämpfe wohl noch dauern werden? Krämer. Oh, hi. Du willst ja also auch Waffen besorgen, um die Armee des Hexers zurückzuschlagen, das lobe ich mir. Allerdings nützt dir neue Ausrüstung herzlich wenig, wenn du sie nicht ausrüstest. Vergiss das nicht, junger Rekrut. Ist klar. Bist den weiten Weg sicher nicht nur zum Gucken gekommen, oder? Kauf lieber was, sonst bereust du es später bestimmt. Eine Erbsenpistole. So. Nein. Aber ja, komm, wir könnten ja mal. Bisschen. Ich meine, Heiltränke kosten einen Zehner. Das ist ein Spottpreis, wenn wir mal ehrlich sind. Besten Dank und hoffentlich bis bald. Yeah. Schon sind wir voll gut dabei. Ah, nee, noch so. Noch ein Wohnhaus. Schön. Oh, hey. Ich bin Banta, der Schmied dieser Ortschaft. Im Auftrag des Königs arbeite ich momentan an dieser Glocke. Er möchte sie Königin Lynn als Zeichen seiner Liebe schenken. Eine Glocke. Als ich vom Verschwinden der Königin erfuhr, dachte ich schon, meine ganze Arbeit wäre für die Katz gewesen. Doch dann hörte ich, dass man die Königin am Truth Massiv gefunden und bereits zurück aufs Schloss gebracht habe. Jetzt kann ich wieder unbesorgt den Hammer schwingen. Mein Mann träumt davon, einst eine Tochter zu haben, die so fleißig wie geschickt ist. Ja, dann weniger Glocke, mehr an den Glockenspiel. Ich meine. Ne? Wo wir sind, fragst du, wohl auf den Kopf gefallen, was? Jedes Kind kennt schließlich das ruhmreiche Königreich Gardia. Und hier herrscht gerade Krieg. Tag und Nacht strotzen unsere tapferen Soldaten der Armee. Strotzen? Ich nehme an, da soll Trotzen stehen. Trotzen unsere tapferen Soldaten der Armee des Hexers. Um diesem Land wieder Frieden zu geben. Wenigstens so viel sollte klar sein, oder? Ja. Wärst du dann bitte so freundlich, mich nicht weiter mit deinen närrischen Fragen zu behelligen? Sorry. Ein Fest zum Gedenken an die Reichsgründung. Bist du übergeschnappt? Momentan steht wohl kaum jemand, der Sinn nach Feiern. Wo kann ich was bestellen? Ne, war das hier. Okay. Gepriesen seien die Götter, als heißt, man habe die verschollene Königin Lynn am Truth Massiv gefunden. Sicher ist sie mittlerweile auf das Schloss zurückgekehrt und erholt sich dort von den Strapazen letzter Zeit. Du?
Kommst du auch von außerhalb? Ich bin Thoma, der größte Entdecker weit und breit. Und wenn man meine Zunge mit einem Getränk löst, dann weiß ich so einiges zu berichten. Was ist, gibst du mir hinaus, klar. Das Beste, was du da hast, wird... Auf dich, mein Freund. Also, was das Verschwinden ihrer Hoheit Lin betrifft, mir kommt dieses Kloster in dem Wald westlich von ihr höchst seltsam vor. Was sagst du? Was sagst du? Man hat die Königin bereits am Truth Massiv entdeckt, dann waren meine Zweifel wohl unberechtigt. Oh. Die Schergen des Hexers haben die Zehnanbrücke in Schutt und Asche gelegt. Eine Passage zum südlichen Kontinent ist derzeit nicht möglich. Das ist schlecht, schätze ich, wenn man dahin will. Ein bisschen Hayabubu machen. Ja, wie schön. Coole Schatzkiste? Dieses Behältnis wird seit Generationen weitergereicht. Wer es zu öffnen vermag, dem soll sein Inhalt gehören. Eine mysteriöse Kraft versiegelt den Behälter. Merkt euch das, weil ich es nicht tun werde. Also, ne, würde ich gerne, aber ich kenne mich. Ich vergesse wieder, dass das Ding da existiert. Und werde dann später einen Guide dazu ziehen müssen. Man. Er ist schneller als ich. Eine Sache an Chrono Trigger, die mir damals schon gefallen hat, auch wenn das ein super kleines, fast unwichtiges Detail ist, aber meine Waffe wird tatsächlich dargestellt. Ne? Wir sind von einem Holzschwert auf ein, was war das, Bronzeschwert, Eisenschwert, umgestiegen. Und man sieht halt tatsächlich, Chrono benutzt ein anderes Katana. Und ich finde sowas echt cool. Außerdem eine Kraftkapsel gefunden. Und ein paar Roly-Polys gefunden. Ein paar Roly-Poly-Reiter. Andere Sache an dem Kampfsystem, die ich ja super finde, ist, dass Criticals tatsächlich anders dargestellt werden als ein normaler Treffer. Hat man jetzt in diesem Kampf sehr schön gesehen. Der erste Treffer war ein Critical. Auch das sind einfache, schöne Details, die sie damals schon eingebaut haben auf dem Super Nintendo. Und ganz ehrlich, es ist doch so tatsächlich dann kein Wunder, dass viele sagen, Chrono Trigger ist eins, bis zum heutigen Tage, eins der besten RPGs, die die Welt je gesehen hat. Ich bin halt geneigt zuzustimmen, wenn ich mir halt so diese ganze Detailverliebtheit dabei ansehe. Abgesehen davon, der Kampfsong ist ein Banger. Da haben wir wieder ein Critical. Ne, ist nicht so aufdringlich, sagt einem aber, yo, du bist gerade zumindest, ich würde jetzt nicht sagen in Gefahr, aber du bist in einem Kampf. Kämpfe, die komplett optional sind, die ich aber triggern kann, weil ich gesehen habe, dass ein Busch wackelt. Ist das eine schlaue Idee, dass ich den Kampf trigger? Nein. Aber nicht dafür Erfahrungspunkte und das ganze andere gute Zeug. Ja. Und Heiltränke haben wir ja gesehen. Kosten 10 Gold. Wir bekommen hier 80 Gold. Also theoretisch 8 Heiltränke. Ja, mit Leben. Kann auch sein lassen, aber kann man mit Leben. Hühnchen. Dass wir dafür keinen Walker oder so brauchen. Ne? Keinen Charakter, der jetzt speziell primär darauf gepimpt ist, Hühnchen aus dem Himmel zu holen. Ne? Nein, das funktioniert alles prima mit einem Katana. So muss das sein. Außerdem ein Allheilmittel. Kann man mitnehmen. Kann man nur sein lassen. Gut, haben wir, glaube ich, alles aus dem Gardia-Wald gesehen. Ich glaube, so hieß er. Oder? Ich glaube schon. Also zumindest von dem ganzen unteren Bereich. Hier oben ist noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen ist hier wieder das Ding. Das ist echt fies, dass man noch so einen extra Jingle hat, der quasi sagt, ja, ne, du bekommst hier erstmal gar nichts. Wer verlangt Eintritt? Da habe ich hier noch nie gesehen. Und was ist das überhaupt für Kleidung?
Ist etwa ein Spion des Hexers? Ha, das glaube ich kaum. Guck dir die halbe Portion doch mal an. Den würden sie nicht mal als Schuhputzer rekrutieren. Ha, vermutlich hast du recht. Dann hau mal schnell ab, Kleiner. Sonst müssen wir dich noch in die Kerkertürme werfen. Los damit, sofort! Königin Lin! Dieser Mann hat sehr viel für mich getan. Er ist mein Gast, also behandelt ihn bitte auch so. Aber Eure Majestät, irgendwie sieht er verdächtig aus. Du widersetzt dich meinen Befehlen? Aber nein, mitnichten. Bitte tretet ein, werter Herr. Natürlich gehen wir erstmal auf Erkundungstour. Im Ritterquartier stehen Betten für erschöpfte Reisende. Warum? Also ich meine, es ist nett. Aber stell dir mal vor, ihr müsstet Wünsche zu ruhen, ja. Ja, bevor ihr seid ein angestellter Ritter, dann pennt da einfach so ein Obdachloser in eurem Bett. Was? Nein. Gruppen des Hexers sind verdächtig ruhig in letzter Zeit. Zu ruhig, wenn du mich fragst. Ach, wenn doch Sir Cyrus jetzt nur bei uns wäre. Sicher hast du schon von ihm gehört, ne? Du kennst den berühmten Sir Cyrus nicht. Wo hat man dich denn ausgebuddelt? Früher hausten im westlichen Wald ein Ungeheuer namens Yakra. Niemand wagte sich in die Nähe. Doch seit der Errichtung des Klosters in dem Wald sind die Monster spurlos verschwunden. Warum macht man sowas? Das ist ein berüchtigtes Monster in dem Wald. Nicht so. Da bauen wir eine Kirche. Beziehungsweise Kloster. Was? Wir sollten den Göttern danken, dass sie uns ihren Segen gegeben haben. Ja, das solltet ihr wohl. Die Zehnernbrücke ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wir werden sie mit unserem Leben schützen. Ihr seid der Freund der Königin, nicht wahr? Sprecht mit der Magd, wenn ihr zu ruhen wünscht. Sir Cyrus war Kommandant der Ritterschaft. Er hatte einen Eid darauf abgelegt, den König und die Königin mit seinem Schwert zu schützen. Doch vor 10 Jahren verließ er das Schloss mit einem einzelnen Gefährten. Niemand hat ihn danach je wieder gesehen. Ich bin halb froh, dass die Königin wieder aufgetaucht ist. Nun können wir uns endlich voll aufs Kämpfen konzentrieren. Das ging vorher nicht. Nein. Ich würde auch jeden Grund suchen, dass ich nicht kämpfen muss, ne? Insofern. Unter uns befindet sich der Schweißsaal. Steh unten bloß nicht den Weg rum, sonst bekommt der Küchenmeister wieder einen seiner berühmten Anfälle. Warum liegst du da in der Ecke? In diesem Saal speisen die Ritter, doch auch du bist uns willkommen. Isst dich satt, bevor du aufbrichst. Seid ihr hungrig, mein Herr? Dann nehmt am linken Tisch Platz. Ja? Echt? Oh. Was darf es sein? Hyperroulade. Lasst es euch schmecken. TP und MP regeneriert. Durch eine Hyperroulade. Warum nicht? Boah. Hab mich Hunger, Mann. Hier, euer Essen. Ah, ein Mann der Kultur. Auch er isst eine Hyperroulade. Wurde aber auch Zeit. Der hiesige Küchenmeister ist ein wahrer Künstler an den Töpfen. Mindestens 3 Sterne. Mindestens! Mit vollem Magen lassen sich die Truppen des Hexers gleich nochmal so gut verpudeln. Herrje, so viel zu tun, so viel zu tun! Auch eine Küche ist ein Schlachtfeld, jawohl. Amateure haben in meiner Küche nichts zu suchen. Raus oder setz was mit dem Kochlöffel. Was um alles in der Welt ist bloß dieser Milchshake, den Ihre Majestät gerne verspeisen würde. Es gibt hier keinen Milchshake? What? Hey, das ist mein Stuhl. Wo bleibt unser Essen? Eure Exzellenz, bitte habt noch etwas Geduld. Wir arbeiten so schnell wir können. Mein Stuhl! Meine Männer und ich riskieren täglich unser Leben, um euch vor den Magischen zu schützen. Deine prompte Bedienung etwa zu viel verlangt, jetzt aber schnell, wird's bald.
Genug dieser Selbstgefälligkeiten. Deine Männer sind nicht die einzigen, die ihr Leben für unser Königreich aufs Spiel setzen. Pah, auf Essen, das von Feiglingen zubereitet wird, kann ich verzichten. Sorg wenigstens dafür, dass meine Männer nicht hungern müssen. Aha, mein Stuhl wird wieder frei. Such dir jemand anderen zum Rumkommandieren. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich meine Arbeit zu verrichten habe. Unser jetziger Kommandant bemüht sich redlich, ein ebenso großer und edler Ritter wie Sir Cyrus zu werden, merkt man nichts von. Unser Kommandant ist streng, aber gütig. Nur mit dem Küchenmeister scheint er partout nicht auszukommen. Tja. Ich würde es mir nicht unbedingt mit gerade dem Küchenmeister verscherzen wollen. Er gibt Audienzen, ne? Ah, du bist es. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du eine entscheidende Rolle bei der Rettung meiner Frau gespielt hast. Dafür will ich dir von Herzen danken. Doch seit ihrer Rückkehr verhält Lynn sich merkwürdig. Ist da draußen vielleicht etwas vorgefallen? Außerdem hat sie ihre korallene Haarnadel verloren, die sie immer wie einen Schatz gehütet hat. Doch entschuldig, du musst erschöpft sein. Bitte ruhe dich im Quartier der Ritter aus. Ich werde mit dem Kommandanten sprechen. Die Gemächer des Königs befinden sich in der Spitze des Turms, der hinter mir liegt. Das Ritterquartier liegt geradeaus und dann die Treppe links runter. Sagt er hier einfach, Hier gleich, Oh man! Was willst du? Verschwinde von hier. Das muss unter uns bleiben, aber der Kanzler benimmt sich in letzter Zeit sonderbar. Ständig schleicht er sich aus dem Schloss. Ha. Ob mir in letzter Zeit was Merkwürdiges aufgefallen ist. Die Leibwache der Königin, dieser komische Froschmensch, lässt sich nicht mehr blicken. Angeblich soll ihn ja ein Fluch in seine Gestalt verwandelt haben, aber meiner Meinung nach war der von Anfang an ein Spion des Hexers. Viele meinen, dass der Kanzler sich neuerdings sonderbar verhalten würde. Aber ich sehe das überhaupt nicht so. Im Gegenteil, er ist ein Mann festen Glaubens. Warum sonst würde er jeden Tag zum Manolia-Kloster pilgern? Ich habe das Gefühl, dass mein Kollege Thoma recht haben wird. Oh wow, das ist aber mal ein schönes Upgrade. Nette Figur. Wobei ich echt keine Ahnung habe, warum er sich hier zur Wand stellt. Aber naja. Ist schon YouTube. Thumbnail ohne die Zahl wäre dann einfach nur, wie ich die Treppe runterlaufe. Sehr schön. Die Gemächer der Königin liegen weiter oben. Sie hat mir Besuchserlaubnis erteilt. War das jetzt dann links der Raum vom König? Haben die getrennte Ehebetten? Oder war das das Ding vom Kanzler? Ich meine, die Magd redet nur vom Kanzler, also. Das ist entweder oder. Ihre Majestät erwartet dich. Danke. Bin nun mal ein VIP, nicht wahr? Es ist nun 10 Jahre her, dass die Königin auf dieses Schloss kam, doch sie ist noch immer so hübsch wie am ersten Tag. Fast möchte man meinen, sie sehe jetzt sogar jünger aus als vor ihrem Verschwinden. Weiß doch, was so eine Entführung mit der Haut macht. Das ist einfach gut. Es ist frischer Wind da draußen. Du bist der Ritter unserer Königin. Irgendwie hatte ich mir dich stattlicher vorgestellt. Na, vielen Dank auch. Immerhin bin ich Level 3. Ah, da seid ihr ja. Bitte lasst uns allein. Ich habe etwas mit diesem Mann zu besprechen. Sehr wohl, Eure Majestät. Kommt näher, seid nicht schüchtern. Du bist drauf reingefallen, nicht wahr, Bruno? Ich bin's, aber aus irgendeinem Grund nennen mich alle Lynn. Jedenfalls bin ich froh, dass du gekommen bist. Obwohl wir uns erst so kurz kennen. Aber irgendwie habe ich gefühlt, dass du kommen würdest. Danke, Chrono.
Nanu, was geht hier vor? Es ist, als würde ich in Stücke gerissen. Hilfe, Chrono, ich habe Angst, es fühlt sich an, als würde ich sterben. Bitte, Chrono, hilf mir! Soll ich den Mega Man machen? Also, meiner nur. In den meisten anderen Spielen würde ich jetzt angegriffen werden, ne? Nanu, Ihre Majestät hat dich schon fortgeschickt. Du hast sie doch hoffentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Nein. Wirklich. Ach übrigens, hat die Königin vielleicht einen merkwürdigen Eindruck auf dich gemacht? Das ja. Nicht wahr? Irgendwie ist sie anders als vorher und behauptet ja sogar selbst nicht Lin zu sein. Das bleibt aber unter uns, verstanden? Königreiche entstehen und vergehen, aber dass Frauen gerne tratschen, ändert sich wohl nie. Sexist, du. Man sollte aber wirklich meinen, wenn sie sowas schreit, dann sollte vielleicht einer auf dem Gang das zumindest hören. Chrono. Es ist also nichts passiert. Hast du das Mädchen gefunden? Sie ist... Was? Verschwunden? Wie ich befürchtet hatte. Was meinst du? Sie kam mir gleich bekannt vor. Wieso hat man die reingelassen? Also, ne? Bei uns hieß es, ja, ich kenne dich nicht und deine Klamotten sind komisch. Und dann taucht Luca auf. Ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass das angemessene Kleidung ist. Wir sind hier zwar auch in Gardia, aber anscheinend in einer längst vergangenen Epoche. Sie müssen dieses Mädchen mit ihrer Vorfahrin verwechselt haben. In unserer Zeit ist sie nämlich eine Prinzessin. Prinzessin Maledia. Mal, also unsere Prinzessin Maledia ist eine Nachfahrin von Königin Lin. Königin Lin ist entführt worden und eigentlich hätte sie jemand retten sollen. Doch wir haben die Geschichte verändert. Als die Soldaten Mal gefunden haben, müssen sie sich für Königin Lin gehalten und ihre Suche abgebrochen haben. Was aber, wenn der echten Königin jetzt etwas zustößt? Zeitreise erklärt für Dummies, ne? Genau, Mal würde nie gebrochen werden. Uns bleibt nur noch wenig Zeit. Wir müssen die echte Königin retten, damit die Geschichte wieder ins Lot gerät. Wenn Königin Lin nicht gerettet wird, stößt sie etwas zu. Und dann kommt Prinzessin Maledia nie zur Welt. Wir müssen die echte Königin finden. Damit haben wir ein zweites Partymitglied. Luca! Die Gegner-TP anzeigt, was ziemlich uninteressant ist. Wie ist deine Agilität? Also gut wie meine, also kannst du Krafthandschuh haben. Yeah. Okay. Was geht, König? Ah, du bist es. Ja. Außerdem hast du keine Haarnadel mehr. Und ich komme nicht mehr zum Snoo-Snoo. Das ist ja wohl das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Kein Snoo-Snoo mehr. Wie viel Schaden macht so eine Luca? Mit einem Critical 36. Das ist aber dann gedoppelt, ne? Glaube ich zumindest. Ich glaube, ein Critical ist ungefähr gedoppelt. Das war auch ein Critical, Sauerei. Kommen wir denn dahin, wenn hier die Gegner auch noch criticalen? Ich meine, hallo? Mega unfair. Nur ich darf criticalen? Oder ich meine, ich könnte ihn nochmal anquatschen, aber ne.
Lieber ein paar Suppenhühner verprügeln, jawohl, ja. Jetzt hätten wir quasi so einen Experten für Hühnerausrottung, weil zumindest Fernkampf theoretisch möglich ist, ne? Wobei es, soweit ich mich erinnere, normalerweise nicht so einen Moment gibt, aller, Chrono kann leider gerade den Gegner mit seiner Agilität nicht erreichen, deswegen wird der Angriff nicht durchgeführt oder so ein Schmuh. Na ja, gut so. So, das war ein Nolia-Kloster. Wir haben gehört, irgendwas ist hier ein bisschen komisch. Wir beten für Frieden auf der Welt. Ja. Auf dass unser Morgen schon bald anbreche und die sündigen Menschen ihre gerechte Strafe erfahren. Oh, wie schmackhaft du aussie... wie geschmackvoll du gekleidet bist. Großer Herr und Meister, führe die Schwachen und Unwürdigen ihrer gerechten Strafe zu. Oh. Ah ja. Wir Menschen sollten beten. Beten für Erlösung von unserem bemitleidenswerten Dasein. Was hast du da gefunden? Eine Haarspange. Das königliche Wappen Gardias. Ich müsste ja nicht gleich in Flammen aufgehen. So schlimm ist das Ganze jetzt auch nicht gewesen. Ah, ich hätte die andere angreifen können. Also die linke, statt die rechte zu nehmen, hätte dafür gesorgt, dass ich wahrscheinlich links, Mitte links und rechts getroffen hätte. Aber naja, egal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Könntet ihr aufhören, meine Luca bezitzen zu wollen? Ist, mega unhöflich. Ja, was heißt unhöflich, aber... Finde ich nicht gut. Au. Okay, besitz mich lieber. Au. Hör auf mich zu kratzen. Niemand mag kratzwürstige Mians. Kann man das Mian? Vor allen Dingen auch sehr, ich wollte schon sagen, auch sehr schön, dass sie halt wirklich konstant nur Luca verlangsamt haben jetzt. Die halten erstaunlich viel aus. Zugegeben, ich habe Luca nicht ausgerüstet. Also mit irgendwas Besserem als ihrem Luftgewehr. Könnten wir eigentlich gleich noch machen. Hast du eigentlich Fähigkeiten? Nein, noch nicht. Auf jeden Fall sollte ich gleich mal vielleicht einen oder anderen Heiltrank werfen. Aber vier Gegner, die viel aushalten, ist auch... größtenteils sehr ungewöhnlich zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels. Aber dann wiederum so eine Heiltrankheilung von 50, da können sie nicht wirklich viel gegenhalten, also, whatever. Oh wow. Nur noch 11 HP. Geht ja gar nicht. Nur noch eine Ex-Nonne. Könnte man sagen. Ja, wie soll ich mir das vorstellen? Habe ich Herzklopfen, deswegen bin ich langsamer, weil... Weil was? Weil ich verliebt bin? Weil ich so befürchte, Herzrhythmusstörung zu bekommen? Ah. 32 Erfahrungspunkte für das Ganze. 320 Gold. Ein Level-Up für alle beide. Luca lernt den Feuerstoß. Die Duo-Fertigkeit Feuerwebel gelernt. Eins der weiteren schönen Systeme von Chrono Trigger. Das kam jetzt aber echt unerwartet. Zugegeben, ich hätte auch nicht gedacht, dass die in Flammen aufgehen. Ah! Frosch. Ein guter Krieger ist stets auf der Hut. Wer sich siegessicher wähnt, macht sich verwundbar. Bester Charakter im Spiel. Seid ihr um der Königin willen hier? Dieses Kloster wird von den anderen Monstern als Unterschlupf benutzt. Wir sollten unsere Kräfte ein. Du bist ein... Frodo, das ist ein riesiger sprechender Frosch. Du weißt, dass ich Frösche nicht ausstehen kann. So wie ich aussehe, kann ich wohl kaum erwarten, dass ihr mir vertraut. Na gut, tut, was ihr für richtig haltet. Ich jedenfalls muss die Königin retten. Nein, Mr. Frosch, nein. Warte.
Du scheinst kein böser keine böse Person zu sein. Ich meine, was denkst du, Chrono? Wir schließen uns im Frosch an. Gut, ich werde mich schon irgendwie an ihn gewöhnen. Wie heißt du eigentlich? Frosch. Ich meine, ja, aber ich kenne ihn eher unter dem Englischen, wir bleiben bei Frog. Aber Frosch würde auch gehen, ist halt jetzt einfach nur im Englischen. Hört euch nicht dran. Geht doch. Mit dem Namen Frog fortfahren, ja. Nenn mich einfach Frog. Okay. Freut mich, dich kennenzulernen, Frog. Das sind Muckis, ey. Die Ehre ist ganz meinerseits. Irgendwo hier gibt es sicher einen Geheimgang, der tiefer hineinführt. Wir sollten jeden Winkel untersuchen. Damit haben wir den besten Charakter im Spiel. Frog! Er ist Wasserelementar, er ist ein Frosch, was will man mehr, ne? Er hat eine Bronzeklinge. Er besitzt auch einen Krafthandschuh. Er ist ein Frosch. Ich meine, ne? Was soll ich mehr sagen? Er ist ein Frosch, er ist ein Frog, er ist der beste Charakter, den es geben könnte. Und damit Prinzessin auf Abwägen. Bis zum nächsten Mal. Ist übrigens schön, dass ich bei so einem Schnellspeicher hier lande, weil ich das Pendel echt mag. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Und auch beim nächsten Mal werden wir mit Chrono und seiner Gang das Abenteuer fortsetzen. Denn wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert das Ganze, um mir zu zeigen, dass ihr wach geblieben seid. Und liked das Video, damit der Algorithmus gut zufrieden ist. Bis zum nächsten Mal.